Willkommen bei einem der schwierigsten Rennen dieser Saison. Hohes Tempo und komplexe Kurven machen diese Strecke bei den Fahrern sehr beliebt. Es ist Zeit für den großen Preis von Japan. Nico Rosberg wird seine Glückssträhne aus dem Qualifying fortsetzen wollen. Er startet das Rennen von der Pole und hat gesagt, dass er davon ausgeht, als erster die karierte Flagge zu sehen. Ich glaube nicht, dass ich irgendwie gegen ihn wetten würde. Manchmal sind die Fahrer an einem Tag zufrieden mit dem Auto, aber eine Veränderung der äußeren Umstände machen es am nächsten Tag unmöglich zu handhaben. Die Streckentemperatur, zusätzliche Reifenabnutzung oder auch nur das Selbstvertrauen des Fahrers haben Einfluss auf die Performance. Er wird also definitiv hoffen, dass das Auto sich heute genauso fährt wie im Qualifying. Es gab bisher kaum Unterschiede bei den Mercedes- und Ferrari-Teams. Sie waren durchweg ebenbürtig. Was ist das bisher für eine Saison? Es gab bisher kein vorherrschendes Team, das alle übertrumpft hat, wodurch es nochmal umso interessanter wird. Es wird noch ganz heiß hergehen. Jawohl, ja. So, willkommen hier zum Rennen. 45 Minuten angedacht. Boxenstopp, 8. Runde. 16. Runde. Finish. Sind nur 27 Runden. Okay. 8 und 16 behalte ich mal und los geht's. Du hast heute gute Chancen, das Rennen zu gewinnen. Viel Glück. Die erste Kurve geht nach rechts, das heißt, wir haben die beste Position. So. Nur der Himmel macht mir Sorgen. Der ist so wolkenbehangen, dass ich vermute, dass wir hier auch noch Regen abkriegen werden. Und dann wird es richtig interessant. Wenn es hier wirklich regnen sollte, wird es interessant. So, Runde 8 und Runde 16 hatte ich gesagt. Boxenstopp. Schauen wir mal, ob sich unsere Boxencrew diesmal dran hält. Oder ob die uns wieder vorher reinholen wollen. Naja, warten wir es ab. Flug 1,44,998. Wir sind noch fast am Anfang des Rennens, also ist die Benzinlast im Moment ganz schön hoch. Die Handhabung sollte sich verbessern, wenn sie weniger wird. Noch ganz am Anfang des Rennens, der ist witzig, wir haben noch eine Runde gefahren. Im ersten Sektor schon wieder ein bisschen schneller, sehr schön. So. Das Rennen wird auf jeden Fall nicht über eine Stunde dauern, so wie das letzte, wo es durchgehend geregnet hat. Ich weiß gar nicht, wie lange. Ich glaube, es hat über eine Stunde, die ich am Ende gebraucht habe. Das Nachtrennen. Ich glaube, es war über eine Stunde. Zum blöden Regen und da ging auch einiges schief. Zweiter Sektor auch schneller. Oha. Mal schauen, wie weit wir die Schikane so schneiden dürfen, bis sie sagen. Es sind noch zwei Runden.
Runden bis zum nächsten Boxenstopp. Wir ziehen dir die Options auf. Zwei Runden? Fünf? Ah ja, doch, ich hatte ja gesagt sechs. Ne, acht und sechzehn. Ey, was redet der schon wieder von 8 und 16? Hallo? Zwei Runden, Junge, was ist los bei dir? Keine Chance, ich fahre nicht in zwei Runden rein, kannst du vergessen. Im Moment haben wir ein geringes Regenrisiko. Wir sagen Bescheid, falls sich etwas ändert. Ich fahre nicht schon. Nee. Runde 8, 8 und 16, nicht 5. Das kann er aber ganz gepflegt vergessen. Wollen wir rum, unsere Reifen sind in Ordnung. Nur als Hinweis, wir rechnen damit, dass der Grip deiner Reifen jetzt allmählich merklich nachlässt. Dieser Satz sollte aber auch eine Weile durchhalten. Das kann gar nicht sein, wir sind gerade mal in der dritten Runde. Was ist denn los? Wieso ist das schon... Der hat aber aufgeholt, der Hamilton. Na egal, wir fahren einfach weiter. Vorrunde... Ja, 7, 8. Davor werde ich bestimmt nicht an die Box fahren. Okay, da haben sie immer nichts gesagt. Oha. 3 Sekunden langsamer ungefähr. Das gefällt mir gar nicht. Man muss auf die Reifen aufpassen, dass die in den Kurven nicht stehen. Sonst gehen die zu schnell kaputt. Okay, schon mal neue Bestzeit im ersten Sektor. Das ist doch schon was. Die Reifen. Denk dran, diese Runde an die Box zu kommen. Nein. Mach ich nicht. Ich habe auch gar kein blauer Strich, der ich zur Box fahren soll. Das Boxenstoppfenster schließt. Das Boxenstoppfenster schließt sich in dieser Runde. Warum? Warum wird eigentlich vor dem Rennen kann sich angucken, wann Boxenstopp ist, wenn wir es im Rennen dann sowieso alles wieder über den Haufen werfen? Ja, 400 ist langsamer, das ist noch in Ordnung. Oha. Müssen die Reifen. Hoppala. Eigentlich müssten die Reifen die zwei, drei Runden auch noch aushalten. Ich meine, man sieht äußerlich nur noch gar nichts, dass die kaputt gehen. Nur hier unter Schadensanzeige sagt. Die Reifen sind so kalt, du musst sie etwas aufheizen. Bremst sie
nächsten paar Kurven etwas stärker. Du musst diese Runde reinkommen. Nein, muss ich nicht. Schon wieder langsamer, Mann. Ich bleib auf der Strategie. Runde 7, Runde 8. Und keine Runde früher. So. Sonst war's nicht. War, damit wir noch eine Runde hinkriegen? Wenn der Reifen platzt, oder platzen sollte, dann hoffe ich ja mal, dass kurz vor der Box tut und nicht direkt dahinter. Die Runde riskiert. Oha! Ich werde diese Runde an die Box fahren. Am Ende der Runde fahre ich definitiv an die Box. Ich hoffe jetzt nur, dass die Reifen. Alter, das noch aushalten. Werden immer dunkelröter vorne. Ei, ei. Oha. Ich fahre in die Box, das wird zu riskant. Das ist mir zu riskant, noch eine Runde zu fahren. Wenn Hamilton und Vettel jetzt höchstwahrscheinlich vorbeigehen, egal. Oder fahren die auch rein? Los, fahr jetzt. Wow, das ging aber schnell, Leute. Okay, die fahren nicht rein, aber wir müssen noch ganz tief. Komm, 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 komm. Also laut meiner Strategie haben wir noch einen, und zwar in Runde 16. Mich
Benzin sparen. Okay, interessant. Ich frag mich nur, woher die das immer wissen, was die anderen so machen alles. Okay, nur eine Verwarnung, keine Strafe, nehme ich gerne. Die Strecke ist frei, grüne Flagge. Okay, die sind beide in der Box. Er fährt schon wieder los, aber... Da haben wir ihn wieder. Sauber, ganz großartig. Damit legst du auf Platz 1. Platz 1. Ja, wir sind ganz großartig, als deiner Boxwand vorbeigefahren. Mensch, sind wir gut. Kurzes Update zum Thema Reifen. Von unserer Seite sieht alles astrein aus. Sag Bescheid, falls du Probleme bemerkst. So, wenn wir jetzt bis Runde 17, 16, 17 hinkommen. Sollte das ja eigentlich alles gut funktionieren. Hier mit dem Dritter. Zehntel langsamer. Vorsicht ist angesagt jetzt. Wetterbericht. Das Wetter sollte trocken bleiben. Wir halten dich über jegliche Wetterwechsel auf dem Laufenden. Sehr gut. Sowas hört man auch gerne, wenn das Wetter trocken bleibt. Hm.
6 Runden mit den Reifen geschaffen. Wow, wow, wow. Geh sanfter mit deinen Bremsen um, sie überhitzen gerade. Wenn du so weitermachst, könntest du Probleme kriegen. Das war gerade irgendwie merkwürdig. Na gut, gehen wir halt sanfter mit unseren Bremsen um. Ah, Hamilton wieder Zweiter, okay. Wollen die uns aufziehen? Options? Okay, Primes beim nächsten Boxenstopp. Dann haben wir nämlich alle beide Reifentypen fahren, dann können wir durchfahren, wenn das passt. Und sonst holen wir zum Schluss nochmal die schnellen Reifen. Aber noch sind unsere Reifen in Ordnung. Entscheid dich, zu welcher Seite du fährst, Junge. Das war jetzt. Okay, das Boxenstoppfenster hat sich geöffnet. Das Boxenstoppfenster ist jetzt offen für dich. Nö, lass mal. Noch nicht, Freund, noch nicht. Drücke noch bis Windows 16 kommen. Sollte auch machbar sein. Im Normalfall. Ja, steht mal schon. Gehen. Müsste eigentlich funktionieren. Es sind 60% des Startbenzins übrig, noch 60% des Startbenzins. Ist ja schön. Nein.
zählt über 24 Minuten Vorsprung. Unsere Rundzeiten werden gerade wieder immer langsamer, weil die Reifen langsam aufgehen. Naja. Hülkenberg. Mensch. Eine Runde soll ich damit noch schaffen. Vergiss nicht, diese Runde an die Box zu kommen. Ups, vergessen. Wir haben noch 25 Kilo Benzin im Tank. Noch 25 Kilo Benzin. Letzte Runde für unser Boxenstoppfenster. Alter! Hülkenberg, du Affe! Der macht unser Auto kaputt! Da würde ich mal sagen, wir fahren. So. Wir fahren am Ende der Runde an die Box. Sicher ist sicher, bevor uns der Reifen im Stich lässt. Best. Ne, 1 sein für Opa. 10 Sekunden waren wir langsamer inzwischen. So, sehr gut. Jetzt haben wir die. Und Hamilton ist gerade wieder entschlossen. Ja, ich wollte gerade sagen, der ist gerade wieder an uns vorbeigefahren. Der Wagen hinter dir fährt im mittleren Drehzahlbereich. Mittlerer Drehzahlbereich beim Wagen hinter dir. Der Wagen hinter dir hat Options drauf. Damit ist er im Vorteil. Ich weiß mir egal. Aber wenn wir einen Stop noch machen sollen. Okay, bei deinem nächsten Boxenstopp ziehen wir dich. Moment mal. Das war jetzt dämlich. Das muss ich bei einer geraden Strecke machen. Sonst fahre ich nur in die Wand. Thank you.
Vor allem haben wir jetzt, ich will die. Na also, es geht doch, das wollte ich. So, kann ich mich wieder aufs Fahren konzentrieren hier. Ja, nee, ist klar. Das könnte aber mal sowas von vergessen. Auf einmal. Mit dem Boxen, mit der Boxenstopp machen. Ob wir den überhaupt noch brauchen oder ob wir durchfahren. Ich meine, wir haben beide Reifentypen haben wir benutzt. Schade, glaube ich, die hier nicht. Aber kommt drauf an. Wie schnell die Reifen hier kaputt gehen. Ach komm schon. Einfach das Lenkrad ein bisschen weiter drehen, ha? Hintermann. Es sollte nicht regnen. Als sich eine Sturmfront entwickelt, lassen wir es dich gleich wissen. Schön, das wollte ich gar nicht wissen. Hintermann. Bestätige. Fahrer hinter mir. Das habe ich nicht verstanden. Nochmal bitte. Fahrer hinter. Fahrer hinter mir. Lewis liegt hinter dir. Etwa 20 oder mehr Sekunden Abstand zwischen euch. Also.
pro Runde eine Sekunde. Boxenstopp brauchen wir ungefähr 20 Sekunden für, wenn wir schnell sind. Ich bin gerade am Überlegen, wenn wir bis Runde, ja, wenn wir am Anfang Runde 23 nochmal die schnellen Reifen holen. Ach, mal schauen. Du musst diese Runde reinkommen. Nein? Hallo? Aber sowas von nicht. Das Boxenstoppfenster schließt sich in dieser Runde. Ja, Pech. Ist ja schön, wenn noch 15 Kilo Benzin übrig sind. Box, Box, Box. Nein, nein, nein. Vorbei, die er noch unten muss. So, und wir sind, haben einen Button vor uns. So. Den haben wir auch überholt. Ich will einfach überlegen, ob wir an die Box fahren sollen, aber... Boxenstopp! Ah, nächste Runde. Weil noch sind die Reifen gut, wir haben keine Probleme damit. Wir haben über 32 Sekunden Vorsprung. Also... Aber die Zeiten werden schlechter. Ja, wir haben noch die langsameren Reifen.
Ja, es ist kein Wunder, dass die Zeiten schlechter werden. Reifensatz. Zum Ende noch mal schnell die frischen neuen Reifen. Ja, das ist halt mir zu schlecht. Fertig, los jetzt! Zwölf, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Das war unser letzter Boxenstopp. Ungefähr 23 Sekunden braucht man für einen Boxenstopp. Wir hatten 32 Sekunden Vorsprung. Da kommt Hamilton. Ja, okay. Auf die Reifen müssen wir jetzt nicht mehr wirklich aufpassen. Wir haben noch 3 Runden zu fahren. Ja, 4 Runden. Das wird hier sind 4 Runden noch. Aber brauchen wir auf die Reifen nicht wirklich. Ach, gehen. Sehr schön. Wenn wir gewinnen sollten, können wir noch Vorsprung ein bisschen aufbauen. Wir hatten ja einen Punkt Vorsprung. Dann können wir Vorsprung ein bisschen weiter aufbauen, aber wirklich auch auf und ausbauen. Wir haben 3/4 des Startbenzins verbraucht. Es sind 25% übrig. Hey, der Typ kann rechnen. Boah, neue Bestzeit im dritten Sektor haben wir gefahren. Bestzeit im ersten Sektor. Ja, einfach wollen wir nur Bestzeit hinkriegen. Schauen wir mal. So auf jeden Fall nicht.
so auf jeden Fall nicht. Oha. Ha, schnellste Runde. Ausgezeichnet, das ist eine neue schnellste Rundenzeit für dieses Rennen. So, das Button wieder vor uns. Barbacken wieder vor uns. Bernd hat es allerdings eine Sekunde gekostet. Na gut. Okay, es sind noch 10 Kilo Benzin übrig. 10 Kilogramm Benzin. Schon wieder? Hallo? Okay, alles wieder im grünen Bereich. Zurück auf Renngeschwindigkeit. Neue schnellste, neue Bestzeit im zweiten Sektor. Hoppala. Letzte Runde, Freunde, wir haben es gleich geschafft. Der Reifen sieht gut aus. Oh, was war mit der Temperatur? Temperatur vorne links lagert sehr hoch. Du baust den Vorsprung auf Hamilton aus. Seine Rundenzeiten sind 3 Sekunden langsamer als deine. Tja. Da keine neue, nicht noch eine neue schnellste Runde, Hauptsache wir gewinnen. Haben wir es geschafft. Gleich haben wir es geschafft. So. Yes. Okay, Vettel dritter, Hamilton zweiter und wir sind erster. Da steht unser Auto. Was für ein Triumph für Nico Rosberg. Der Deutsche hat eine starke Fahrt hingelegt und seinen Mercedes verdient auf Platz 1 gesteuert. Und vorhin auf dem Podium
Da hat er übers ganze Gesicht gestrahlt und sah unglaublich glücklich aus. Eine grandiose Leistung, auf die alle Beteiligten stolz sein können. Das ganze Team hat perfekt zusammengearbeitet, um dieses Ergebnis zu erzielen. Es war toll, dass Sie dieses Wochenende dabei waren. Ich hoffe, es hat Ihnen genauso viel Spaß gemacht wie uns. Bis zum nächsten Mal. Genau, und bis zum nächsten Mal. Wir hätten aber 24 Punkte Vorsprung auf Kimi Räikkönen. Gut, dann würde ich mal sagen, das soll's für dieses Wochenende gewesen sein. Wir sehen uns dann nächsten Samstag bei Formel 1 wieder, wenn wir ins 15. Rennen, ins 15. Training nach Russland reisen. Also bis dann, Freunde, und ciao.